Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Ja, es ist der 1. Mai, schon einen Monat um und wie ihr im Titel sehen könnt, ist es darum auch schon wieder Zeit für meinen Dufti April 2015. Ja, wie war mein April dufttechnisch? Ich würde fast sagen, ein bisschen extrem. Weil ich habe sehr, sehr, sehr viel gedüftelt im April, unter anderem, weil ich mehr Zeit hatte. Es waren ja 4 Tage und ich bin am Wochenende auch oft zuhause gsi. Und ich muss auch sagen, 2-3 Mal war es sogar fast ein bisschen zu viel des Guten gsi, weil dann ist mir wirklich fast schon schlecht geworden. Und komischerweise, gerade aber bei Lieblingsdüften von mir, aber ja, da hat sich dann eben wieder gelegt. Ich denke, es war wirklich einfach ein bisschen zu viel gsi. Und ja, wie ihr wisst, ich düftle nach Lust und Laune, aber natürlich auch teilweise schaue ich schon auch aufs Datum. Und ich hatte doch auch noch 2-3 Düfte, die jetzt wirklich fast 1 Jahr alt waren. Und ja, eben, die wollte ich auch wirklich verdüfteln. Weil mein Ziel ist es, dass ich wirklich nicht Wachs habe, wo mehr als 1 Jahr alt ist. Das ist einfach so eine Grenze, die ich mir gesetzt habe. Ja, was immer schwieriger wird zum Einhalten, weil meine Sammlung doch auch nicht mehr so klein ist. Ja, so viel zu dem. Und darum hoffe ich, ihr habt genug Zeit. Aber ihr könnt das Video natürlich auch gestaffelt schauen, wie ihr wollt. Ich habe einfach heute mal wirklich viel zu euch zeigen. Ich habe es wieder aufgeteilt wie sonst. Im ersten Teil die deutschen europäischen Shops. Im zweiten Teil die USA-Shops und wie immer unterteilt in ganz aufgebraucht und nicht ganz aufgebraucht. So, genug geschwätzt, legen wir los mit den aufgebrauchten Sachen aus den europäischen Shops. So, da habe ich ein Junkstück aufgebraucht. Ich werde euch die Firma nicht nennen, weil es ist ein Lieferant von einem Shop. Und ja, das war ein Junk, den ich mir selber zusammengemischt habe aus den Duftrichtungen Cotton Candy, Vanilla Bee, Noel und Strawberry. Und leider hat mir der Duft gar nicht gefallen, weil das ist ein total künstlicher Erdbeerduft war. Also wirklich, also die Duftabgabe war stark, aber der Erdbeerton hat mir gar nicht gefallen, darum nichts gewesen. Den habe ich von Beautiful Fragrances einen Tart aufgebraucht. Ich glaube, das war in so einer Kugelhopfform. Und zwar hat der Duft geheißen Cake Surprise. Keine Ahnung, ich glaube, das war was Fruchtiges gewesen. Und lustigerweise, in Kalt hat er mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Das erste Mal, als ich in der Lampe hatte, auch nicht so. Aber als ich den das zweite Mal drin hatte, habe ich ihn noch recht fein gefunden. Also eigentlich ganz komisch. Aber ja, generell war im April meine Nase etwas komisch, darum ja. Dann auch von der lieben Joyce von Beautiful Fragrances habe ich Blumen aufgebraucht in der Duftrichtung Comforter. Das ist ja ein Dupe zu einem Lush-Duft, wo ich auch die Duftbeschreibung leider nicht mehr genau weiss. Habe ich nicht schlecht gefunden, muss jetzt aber ehrlich sagen, ist nicht ein Duft, den ich mir nachkaufen würde. Von Yankee Candle habe ich auch noch einen Tart gefunden, und zwar in der Duftrichtung Chamomile Tea, also Kamillentee. Von dem habe ich mehrere gehabt. Ja, habe ich eigentlich nicht schlecht gefunden, von der Duftabgabe nicht stark, aber gut. Den von der Sylvie von Ice Flower habe ich so eine Tafel aufgebraucht in der Duftrichtung Rice Petals and Shea. Ein Wellnessduft würde ich sagen. Gut in der Duftabgabe, nicht zu intensiv. Gut fürs Schlafzimmer. Ich finde den Duft an sich nicht schlecht. Habe ihn jetzt aber schon mehrmals gehabt, auch von verschiedenen Shops. Und ja, würde ihn im Moment nicht gerade wieder nachkaufen. Den auch von Ice Flower habe ich einen Scent Cup aufgebraucht in der Duftrichtung Vanilla Cupcake. Und der hat mir in warm viel, viel besser gefallen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass der irgendwie noch eine fruchtige Note drin hat. Ja, auf alle Fälle positiv überrascht und gute Duftabgabe.
Dann habe ich von Doris Duftstübli meine Eule aufgebraucht. In der Duftrichtung Midnight Owl. Auch eher ein parfümiger Wellness-Duft. Von der Duftabgabe gut. Ich bin froh, ist er nicht stärker gewesen, weil ja, er war nicht schlecht gewesen, aber ich habe das Gefühl, wenn er stärker gewesen wäre, hätte ihn vom Kopf nicht so vertreibt. Dann nochmal ein Yankee Candle, den ich gefunden habe. Und zwar Winter Wonderland, auch nicht mehr, glaube ich, im Standardsortiment. Ein ja, weihnachtlicher Duft, aber eben, ich düftle auch nicht nach Jahreszeiten. Habe ich gern gehabt, aber ist jetzt auch, glaube ich, wirklich mein letzter gewesen von Winter Wonderland. Den von Glamour Scents, ein Shop, wo es nicht mehr gibt, habe ich die Würfel fertig gemacht in Strawberry Shake. Der hat mir erstmal nicht gefallen und nachher habe ich einen Top gefunden. Das ist ein spritziger, nicht sehr süßer Erdbeerduft. Ja, fein, aber eben, den Shop gibt es nicht mehr. Vom gleichen Shop, Glamour Scents, habe ich Clamshell fertig gemacht. In der Duftrichtung Dreamsicle. Dreamsicle ist ein Vanilleglace mit so Orangenüberzug in den USA. Hammer, starke Duftabgabe. Und sehr, sehr ein feiner, cremiger Orangenduft. Ja. Den von Iceflower habe ich einen Cup fertig gemacht in der Duftrichtung Pink Hearts. Das ist ein schöner, dezenter, eher floraler Duft. Habe ich im Schlafzimmer gebraucht. Eine gute Duftabgabe, aber eben nicht so intensiv, dass man davon Migräne überkommt. Also wirklich gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten ganz aufgebrauchten von den deutschen Shops oder europäischen Shops. Und zwar ist der Essential Bowl von Iceflower in der Duftrichtung Berry Berry Fruit Basket. Da leider auch keine Ahnung mehr, was alles für Früchte drin hat. Es ist alles Gemisch. Er ist nicht schlecht gewesen. Aber auch nicht so der Hammer. Also, ist nicht so mein Geschmack gewesen. Darum wäre es kein Duft, den ich mir nachkaufen würde. So, und dann ja, gehen wir schon über zu den Sachen, wo ich noch nicht ganz aufgebraucht habe. Ich sehe gerade, ich habe im April, glaube ich, mehr aus den USA verdüftelt. Ja, wo fangen wir an? Also. Hier habe ich die Clamshell in einem Päckchen von der Shannon gehabt, und zwar von Duftimpressionen von der Irma. In der Duftrichtung Beerenkörbchen. Und ich muss ehrlich sagen, den habe ich auch schon öfters im Visier gehabt bei der Irma. Ich bin also froh, dass ich ihn von der Shannon. Ich glaube, der abgekauft. Ja, das war im Päckchen, wo ich ihn abgekauft habe. Und ja, sehr ein wirklich bärige. Duft, er ist sehr, sehr süß. Also ich könnte mir vorstellen, für einige zu süß. Für mich gerade an der Grenze. Aber eben, ich finde, da kann man dann noch gut einen Schuss Marshmallow oder sonst was rein tun. Aber eigentlich an sich finde ich einen schönen Duft. So. Den ein Duft von Iceflower, den ich sehr, sehr, sehr schön finde, ist Frozen Margarita. Das ist schon meine zweite Clamshell von dem Duft. Die haben ja die zweite habe ich geschenkt bekommen. Und ja, ich glaube, da habe ich auch schon mal gesagt. Ich finde die spritzigen Limette-Zitronendüfte von der Sylvie meistens Hammer. Und auch der super Duftabgabe und Hammerduft. So, den von der Sweet Mamselle habe ich eine Clamshell abgebrochen. In der Duftrichtung La Gelateria. Und der hat mich sehr positiv überrascht im warmen Zustand. Weil in kalt hat er auch, wie auch andere Düfte, so einfach einen leichten vanilligen Ton. Mit einem etwas komischen Unterton, finde ich. Haben wir darum ehrlich gesagt auch in warm nicht viel erwartet von dem Duft. Aber er hat sich total verändert in warm. Es ist wirklich ein vanilliger, waffliger Duft gewesen. Sehr gut von der Duftabgabe. Also
Der hat mich echt positiv überrascht und ja, bin jetzt doch froh, habe ich den. Dann von der lieben Irma Duftimpressionen habe ich eine Clamshell abgebrochen in der Duftrichtung Pink Sugar. Wieder nur Uni, ohne nichts gemischt und ja, super, starke Duftabgabe, schöner Duft. Den habe ich von Sweet Mamselle im Schlafzimmer ein Blümchen brennen lassen. In der Duftrichtung Warm Vanilla and Sugar. Und Warm Vanilla and Sugar ist ja ein Duft, den ich eigentlich schön finde, aber meistens aufpassen muss wegen meinem Kopf. Und ja eben, ihr wisst glaube auch mittlerweile, ich tue von der Menge her ziemlich viele Lampen. Darum ist für meine Verhältnis ein Blümchen nicht so viel. Und habe in dem Fall nur ein Blümchen in die Lampe tue. Und darum habe ich den Duft, denke ich, auch mal sehr gut vertreibt. Also ich habe keine Migräne bekommen. Und ja, da hat mich wirklich gefreut, weil eben den Duft finde ich schön. Aber ja, er ist dann eben nicht zu extrem gewesen, darum ja, werde ich die glaube auch doch selber behalten, weil ich habe noch überlegt, ob sie weggehen oder nicht. Dann von der Silvi. Jetzt sehe ich, da fehlt glaube ich gerade noch eins. Ah ja, da ist da oben. Habe ich ein Scentbowl abgebrochen und zwar in der Duftrichtung Vanilla Binoel Ice Cream. Aber hat er gemischt. Die ist leider im falschen Kistchen gelandet. Oh, jetzt bin ich mit dem Fokus wieder. Ich habe den gemischt mit, da habe ich noch einen, den ich ganz aufgebraucht habe, von Busy Bee. Duftrichtung Christmas Comfort. Christmas Comfort ist ganz ein intensiver Zimtduft. Und schon also nicht mehr süß, sondern er ist doch schon wirklich würzig. Und sehr intensiv, darum habe ich gedacht, mische ich den mit dem. Und ja, zusammen ist es dann wirklich eine schöne Kombi gewesen. Ich denke, ich werde den wahrscheinlich nochmal so reinprobieren. Ja, aber er ist fein. So, dann haben wir nur noch zwei. Und zwar beides Sweet Mamselle. Und da habe ich endlich mal so ein Chunk-Stück, das war ein bisschen grösserer, angebrochen in der Duftrichtung Sweet Lemon Confection. Also süße Zitronenkonfekt. Und ja, der war gut gewesen, der Duftabgabe. Und ja, war fein gewesen. So, und der letzte Duft aus den europäischen Shops, den ich in der Lampe hatte, ist auch von Sweet Mamselle. Und zwar war das so ein Scallop gewesen, in der Duftrichtung Franklin's Favorite. Und das ist eher ein schwerer Duft, weil ich glaube, das ist eine Mischung aus Oreo-Keks, Butterscotch-Creme, die ich so also gerne habe, und Marshmallow oder so, irgend sowas. Ja, also sehr schockige, schwere Duft. Stark von der Duftabgabe. Ich habe ihn gerne und ja, ich habe zum Glück noch zwei. So, meine Lieben, der erste Teil ist geschafft. Das war schon alles aus den deutschen europäischen Shops. Jetzt kommt ja, noch der Rest aus den USA-Shops und mal, wie angekündigt, damals im April war es glaube wirklich mehr USA-Sachen gewesen. Sorry. Und ja, ich würde sagen, ich mache gerade weiter mit den ganz aufgebrauchten Sachen aus den USA-Shops. Und da lege ich los mit einem Grubby von Front Porch in der Duftrichtung Clover and Aloe, also Klee und Aloe Vera. Ja, der ist ja von vielen USA-YouTubers gehypt worden. Ich finde ihn kalt besser als warm. Also, er ist mir einfach doch zu grünlastig. Darum ja, wäre es jetzt kein Duft, den ich mir wieder nachkaufen würde. Von Mimi's Tarts, das war so ein Macaroon.
Habe ich die Tarte aufgebraucht, in der Duftrichtung Cookie Kitchen and Blueberry. Die Duftabgabe war wirklich stark. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass meine Tarte, ja, dass sich mein Bild ein bisschen geändert hat. Also, dass die letzten paar Sachen wirklich gute Duftabgabe hatten. Der auch. Allerdings, Cookie Kitchen habe ich nicht geschmeckt. Also, besser gesagt, ist halt für mich ein reiner Blueberry-Duft gewesen, den ich gerne habe. Aber ja, jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Dann auch von Mimi's Tarts habe ich in der Lampe Beer Cloves. Da habe ich aufgebraucht, das sind so vier Stückchen. Bärentatze, das ist so ein Gebäck in Bärentatzenform in den USA. Den muss ich sagen, der war wirklich schlecht gewesen, der Duftabgabe. Also da habe ich fast null geschmeckt. Ich weiß nicht, ob da was mit dem Wachs war oder so. Den von Starlight Candles habe ich so ein Geistchen aufgebraucht. Das war ein Bröbli in der Duftrichtung Blueberry Vanilla Bean Noël. Auch eine starke Duftabgabe, wirklich. Und auch der typische Blueberry-Duft, Erdbeer mit Blaubeer und ein Hauch Vanille, mega fein. Den habe ich aufgebraucht von L3 Waxy Wonders, so ein Chunk-Stück. In der Duftrichtung Brezel Butter Prickle Vanilla Bean Noël. Die andere Hälfte habe ich im März, glaube ich, verdüftelt. Ja, ein schwerer, buttriger Duft. Auch eine sehr gute Duftabgabe. Bei dieser Firma habe ich auch mit Duftabgabe einmal, bin mir ein bisschen unsicher gewesen. Ja, leider ein bisschen zu wenig Brezelduft, aber ja, es ist wirklich gut. Den habe ich aufgebraucht von 30 Street Crafts. Der zweite, wie nennt sie die? Cameo Tarte. In der Duftrichtung Mooseberry Cobbler. Das ist eigentlich ein Blaubeeri-Duft. Sehr stark, super Duftabgabe, ja. Und ja, jetzt aber auch nicht speziell. Es wäre jetzt keiner, den ich mal wieder nachkaufen würde. Aufgebraucht Honey von The Bathing Garden, eine Clamshell. In der Duftrichtung Blushing Lemonade. Sehr ein spritziger, fruchtiger Duft. Spritzig mit einer leichten, sauren Note. Aber ja, habe ich fein gefunden und gute Duftabgabe. Dann habe ich ein Goodie aufgebraucht. Ich glaube, das war ja, mein erstes Teil, das ich von Super Tarts in der Lampe hatte. Und zwar in der Duftrichtung Karamell Vanilla Pound Cake und ja, also das ist so eine kleine Tanne gewesen und ich muss sagen, wirklich auch eine super starke Duftabgabe für die Größe von Tarte. Der Duft an sich, er ist sehr karamelllastig. Wäre jetzt kein Duft, den ich mir kaufen würde, aber eben, also die Duftabgabe hat mich wirklich überzeugt. Den von Tiffany Candles habe ich so ein Dreierpack aufgebraucht in der Duftrichtung Pink Frosted Cupcakes. Einer von meinen Lieblingsdüften von ihr, den ich bis jetzt habe. Ja, gute Duftabgabe und ja, ganz ein feiner Duft. So, weiter. Front Porch. Das habe ich in einem Päckchen von der Shannon gehabt. Und zwar Cotton Candy. Und ich muss sagen, das ist der beste Uni Cotton Candy Duft, den ich bis jetzt hatte, weil der hat noch was duftet. Also, sonst ist Cotton Candy, finde ich, sehr ein dezenter Duft. Ich habe da die ersten eine oder zwei Grubbies, glaube ich, auch blendet, aber nachher die letzten zwei habe ich einzeln in der Lampe gehabt und die haben wirklich so einen schönen Duft gehabt und wirklich auch intensiv. Der hat mich mega überrascht. Und ja, also da wäre eindeutig ein Duft, den ich mir nachkaufen würde von Front Porch.
Den von Sassy Girl Aroma habe ich eine ganze Bag aufgebraucht. Und zwar in der Duftrichtung Noelle's Fluffy Birthday. Also Vanilla Bean Noelle, Marshmallow und Birthday Cake. Und ja. Das ist auch, eigentlich sind es sehr schlichte Düfte, aber super Duftabgabe und sehr intensiv, sehr ein cremiger Duft, habe ich sehr, sehr gern gehabt. Und ja, ich bin ja eh Fan von Sassy Girl Aroma, darum, ja. Gut, von Elfri Waxy Wonders habe ich noch einen anderen Duft in der Lampe und aufgebraucht, und zwar die Mischung aus Pretzel, Cinnamon Sugar und Cream Cheese Frosting. Und der, auch eine gute Duftabgabe, auch ein schöner Duft, allerdings auch da leider der Brezelduft kommt mir zu wenig raus. Es ist eher so ein ja, süßlicher Zimtduft, aber eben habe ich auch gerne, nur wieder schade, dass der Brezelduft nicht so rauskommt. So, den habe ich aufgebraucht. So ein grosser Cookie von I Heard Wax. Und das war ja meine Custom-Bestellung. Da habe ich mir gemischt. Crunchberry Crisp und Cotton Candy. Crunchberry Crisp sind jetzt Morgenmüsli in den USA. So ein fruchtiges. Ja, habe ich am Anfang mega fein gefunden. Momentan finde ich den Duft so lala, ist aber super intensiv gewesen. Ja. Den habe ich von 30 Street Crafts einen Chunk aufgebraucht in der Duftrichtung. Dread Pirate Roberts. Das ist eine Mischung aus. Du musst du lesen. Warm butterigem Rosinenbrot und Latte, also Kaffee, plus Noten von geröstetem Brot, Butter, Gewürz und wieder Weintrauben, kolumbianischer Kaffee, geröstete Nüsse und Buttercreme. Also ein sehr komplexer Duft. Genau, der war wirklich intensiv gewesen, aber auch in kalt, der war mir leider zu würzig gewesen, also den würde ich mir garantiert nicht nachkaufen. So, dann gehen wir weiter. Von Up the Creek Scents habe ich so ein Viererpack aufgebraucht in der Duftrichtung Berry Parfait. Von der Duftabgabe eher mittel und ja, schon ein bäriger Duft, aber ich finde leider so nichtssagend, darum würde ich mir den auch nicht nachkaufen. Von Starlit Candles, den habe ich auch von der Janine gehabt. Habe ich den Viererpack aufgebraucht in der Duftrichtung Strawberry Fairy Floss. Auch das erstmal gar nicht gefallen, habe ich gefunden, ist so ein künstliches, süßes Erdbeere-Düftli. Aber nachher habe ich ihn super mega gefunden, mega fein und ja, wäre also doch einer, den man glaube ich wieder nachkaufen würde. Dann von Case Creations habe ich meine Sniffing Sticks aufgebraucht in der Duftrichtung Blissful Morning. Das ist ein Kaffeeduft gemischt mit ihrem Pure Bliss Blend, glaube Hausblend, wo Mischung ist aus Pink Sugar mit ganz viel Vanilleöl. Ja, eben darum würde ich nicht unbedingt als Kaffeeduft bezeichnen, aber ja, der Pure Bliss hat so einen ganz bestimmten Ton, wenn ich finde, was bei vielen von ihren Mischungen dann rauskommt. Aber ich finde ihn fein. Von der Duftabgabe mittel bis gut. Also ich finde, alle dürften für meinen Geschmack noch stärker sein. Ja, so ist er halt. Den machen wir weiter von Doris Duftstübli. Den habe ich umgepackt. Habe ich aufgebraucht den Duft süßer Stachelbeer. Und ja. Ich bin eindeutig kein Stachelbeerduft-Fan, ist einfach so. Darum auch der. Der war, muss ich sagen, weicher und fruchtiger als der, den ich von der Joyce hatte. Aber eben, der Duft an sich ist einfach nicht so meins. So, dann habe ich
ein Bag aufgebraucht von Front Porch, weil eben die ist jetzt glaube ich wirklich ja, über ein Jahr alt. Und zwar einer von meinen Lieblingsdüften von Front Porch, nämlich ihren Hausblend Snuggling Under the Stars. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich finde ihn ein super Duft fürs Schlafzimmer. Und ja. Muss allerdings sagen, eben einmal ist mir bei dem etwas schlecht geworden, wo ich ihn drin hatte. Einfach vielleicht, eben, wenn ich es vielmal nacheinander drin hatte. Oder einfach, ja, einmal war er mega intensiv gewesen. Und ja. Klar reut es mich ein bisschen, dass der jetzt fertig ist, weil mittlerweile ist es auch nicht mehr so einfach bei Front Porch einzukaufen. Aber ja. Ja, dann denkt, was bringt es mir, eben, wenn er den alt ist und ihn nicht mehr nach viel schmeckt oder so. Darum, ja, habe ich ihn ganz aufgebraucht. So, von I Heard Wax nochmal etwas von meiner Custom-Bestellung. Das sind so vier Brotförmchen gewesen. In der Duftrichtung Blueberry Cheesecake, Ice Cream, Vanilla Waffers und Birthday Cake, genau. Auch eine starke Duftabgabe. Und ja, finde es sehr eine gelungene Mischung von mir, habe ich wirklich gern gehabt. Dann haben wir ein Päckchen von der Janine. Eine von Victoria's Designer Creations. So eine Eis-Sandwich-Form aufgebraucht in der Duftrichtung Ice Cream Sandwich. Und ja, sehr starke Duftabgabe, sehr schockiger Duft, würde ich sagen. Ja, den hätte ich glaube ich ein bisschen weniger können dosieren, aber wer auf Schocki-Duft steht, wäre da sicher was. Dann habe ich von Closet Full of Wax auch eine ganze Bag aufgebraucht. Ihr seht, ich war wirklich fleissig. Und zwar in einem von meinen Lieblingsdüften von ihr, was es mittlerweile auch bei der Doris gibt, nämlich Smurf Gelato. Ja, top Duftabgabe, top Duft, ich liebe ihn. Und ja, Gott sei Dank habe ich noch von dem Duft. So, den habe ich von Rainbow Melts, so vier Sternli aufgebraucht, in der Duftrichtung Mary Berry Zucchini. Das ist eine Mischung aus Blueberry, Wildberry Mousse und Creamy Zucchini. Und die auch. Also, ich glaube, alles, was ich bis jetzt von Rainbow Melts in der Lampe hatte, so eine hammermäßige Duftabgabe. Also wirklich extrem. Und auch die Duftkombi, also super. Wirklich, wirklich fein. Und von dem Duft habe ich ja auch ein Backup. Den habe ich ja aus Versehen doppelt bestellt. So, dann der zweite Duft, wo mir auch, wo mir es dann auch ein bisschen zu viel war ist und ich eigentlich auch mega fein finde, habe ich ganz aufgebraucht, ein Bag von Up the Creek Scents in der Duftrichtung Pink Buttercream, also Pink Sugar mit Buttercreme gemischt. Ja, eine gute Duftabgabe. Ja, eigentlich eine schöne Mischung. Ich weiß nicht, was dort los war. So, dann habe ich nochmal von Closet Full of Wax eine ganze Bag aufgebraucht, weil ja, jetzt die genau ein Jahr alt ist. Und zwar in der Duftrichtung Munchkin Land. Im Fokus fängt da streiken. So. Den habe ich euch auch schon vielmal gezeigt. Und was da auch lustig war, ist, wo ich jetzt die letzten zwei Chunks in der Lampe hatte, habe ich den Duft auch das erste Mal wahrgenommen. Ich habe ja da glaube ich immer gesagt, aber der ist schwach, der schmeckt nicht noch viel. Aber die letzten zweimal habe ich wirklich gedacht, mal, das ist eigentlich noch ein feiner, ein Candy-Duft. Ich habe ihn nicht genau beschrieben, das ist so ein süßer Candy-Duft. Aber ich habe ihn wirklich die letzten zweimal wahrgenommen und ja, also ganz komisch. Gut, den von Sassy Girl Aroma habe ich die Lippenform aufgebraucht in der Duftrichtung Strawberry Ice Cream Scoop Red.
Es ist einer von der wirklich von der wenigsten, wenn nicht der einzige Duft von Sassy Girl Aroma, wo leider in warm nicht so gut rausgekommen ist wie in kalt. Also in kalt hat der Hammer duftet. Und die Duftabgabe in warm war immer noch gut gewesen, aber der Duft war einfach ein bisschen anders gewesen. Ja, darum einer von den wenigen Düften, die ich glaube, bei ihr nicht nachkaufen würde. Dann von Victoria's Designer Creations hatte ich so ein kleines Loaf in der Lampe gehabt. In der Duft richtig Blueberry Birthday Cake. Das ist schon länger her, ehrlich gesagt, weil ich mich nicht mehr so genau daran erinnere. Aber ich meinte einfach von der Duftabgabe überraschend gut. Und der Duft an sich ist, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen, aber ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr genau daran erinnern. Den von Up the Creek Scents habe ich ein Viererpack fertig gemacht. In der Duftrichtung Lemon Butter Cookies. Ja, denkt man eigentlich auch nicht so einen speziellen Duft. Man aber wirklich sagen, als ich ihn das letzte Mal in der Lampe hatte, habe ich ihn wirklich fein gefunden und auch von der Duftabgabe sehr gut. Dann, wir haben es gleich mit der ganz aufgebrauchten Wahnsinn. Von Sassy Girl Aroma habe ich meinen Viererpack fertig gemacht. Ich habe den letzten Tag wirklich lange aufgehoben, einfach weil ich den Duft so super gefunden habe. Und zwar in der Duftrichtung Key Lime Pie Crust. So was von intensiv, so was von fein. Also Hammer, er schmeckt auch jetzt immer noch extrem da rein. Und der ist auch, wie ihr gesehen, vielleicht vom 13. Mai 2014. So ein super Duft. Ich habe mir jetzt, glaube ich, den Duft in Mischung mit Pink Sugar bestellt, wenn ich mich nicht täusche. Aber eben auch Uni, ein mega, mega Hammerduft. So, den normalen Bag. Genau, aber den habe ich von der Shani bekommen. Sie findet den Duft, glaube ich, ganz schlimm. Und zwar von The Bathing Garden Cirque du Noir. Ich habe jetzt den nicht so schlimm gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Duft ist. Ich finde auch, die Duftabgabe war medium gewesen, also nicht so stark. Aber ja, ich habe weder gut noch schlecht gefunden. Eher nicht sagen. Oh. So, dann habe ich nochmal von Starlight Candles oder Starlight Candles so einen Würfel, den ich als Sample, also als Goodie bekommen habe in der Lampe gehabt. Und zwar in der Duftrichtung Pink Sugar Marshmallow. Hammer, mega fein. Und ja, für das, dass es ein Würfel war, nur ein Würfel, also auch wirklich eine sehr gute Duftabgabe. So, und jetzt kommen wir mal zum letzten, den ich ganz aufgebraucht habe. Und zwar war das ein Goodie von Rainbow Melts. In der Duftrichtung Eukalyptus Spearmint Vanilla Ice Cream. Und auch der wieder Bombe Duftabgabe, also Hammer. Und ich habe es super gefunden. Also ein Duft, den ich mir schon überlegt habe, ob ich mir den irgendwo soll blenden lassen. Und weil der ist auch, also der Eukalyptus schmeckt wieder ganz anders als alle anderen Minzdüfte oder wie Rosemary Mint. Es ist wirklich ganz speziell. Also ich habe ihn mega, mega fein gefunden. Ja, also den tun wir sicher aufschreiben, notieren. Ich habe mir vorgenommen, alle meine Top-Düfte schreibe ich mir auf, um sie dann wieder mal bestellen oder eben irgendwo mischen lassen. Und also wirklich top. Also wenn sie den mal so anbieten, würde ich mir den 100%ig kaufen. So, sorry Leute, dass ich so schnell schwätze, aber eben, ich habe euch so viel zum zeigen. Jetzt kommen ja noch die Sachen, die ich noch nicht ganz aufgebraucht habe. Das sind zwar ein bisschen weniger, aber es ist doch noch einiges. Sorry, ich muss noch mal einen Schluck trinken. Ja, wir liegen in der Zeit nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Gut, legen wir los. Was ich in der Lampe hatte, aber noch nicht aufgebraucht habe, ist von I Heard Wax, auch von meiner Custom-Bestellung. Die Kombination aus Pink Fruit Loops Orange Chiffon Cake. Also Pink Sugar, Fruit Loops und Orange Chiffon Cake. Sehr starke Duftabgabe.
Und nicht schlecht. Eben, ich habe so ein bisschen, ja, Überdosis ist jetzt ein blödes Wort, aber die Duftkombi habe ich schon zur Genüge gehabt. Und ja, also ist nicht schlecht, ich werde ihn aufbrauchen. Ja. Gut, dann von Sassy Girl Aroma habe ich hier so zwei kleine Pies in der Lampe gehabt, in der Duftrichtung. Orange Sherbet Birthday, also Orangensorbet gemischt mit Birthday Cake. Sehr ein spezieller Orangenduft. Ganz ein schöner eigentlich, kann ich nicht sagen, und auch gute Duftabgabe. Dann habe ich mein erstes Mal Happy Hippie Scents in der Lampe gehabt. Und zwar einen halben Würfel habe ich da genommen, in der Duftrichtung. Sweet Pink Mint, das ist, ich glaube Pink Sugar, gemischt mit Spearmint. Und ja, also von der Duftabgabe auch gut, wirklich gut bis stark. Und ja, eben, ich liebe wirklich die Mischung von Spearmint mit Pink Sugar und dann eben noch was süßem Vanille oder so. Finde ich mega fein. Dann habe ich von Case Creations zwei Sniffing Sticks in der Lampe gehabt, in der Duftrichtung. Drunken Bliss. Eben, auch da ist wieder der Pure Bliss drin. Mein Gott. Eher ein zitrischer Duft. Das ist, glaube ich, Limette oder Zitrone. Ja, eigentlich ein spritziger, schöner, mega feiner Duft. Einfach auch wieder mit dieser eben Pure Bliss Note drin. Von der Duftabgabe ist jetzt, der ist jetzt wirklich gut gewesen. Also wirklich fein. Ja. Ich kann eigentlich nichts sagen gegen die Düfte von Case Creation. Dann habe ich von The Bathing Garden, das ist ein riesiger Goodie, den ich damals mal zu der Bestellung bekommen habe, so ein Google-Hopf, habe ich da ein Viertel drin gehabt, in der Duftrichtung Hall of Mirrors. Leider keine Ahnung mehr, auch da, aus was die Düfte oder was da Duftzusammenstellung ist. Aber vor allem ist es was cremiges, ein foodiger Duft. Was Vanilliges würde ich sagen. Ich meinte, es sollte auch noch Erdbeere drin haben. Aber ich würde da keinen Fall erzählen. Und schmeckt in kalt eben nicht so intensiv. Und muss sagen, hat mich auch mega positiv überrascht in warm, weil der hat wirklich eine gute bis starke Duftabgabe gehabt. Wäre jetzt aber kein Duft, den ich mir bestellen würde, aber hat mich wirklich positiv überrascht. So, den habe ich von I Heard Wax. Was in der Lampe kam. Und ich habe es jetzt nicht mehr in der Originalverpackung. Ich denke, ich werde jetzt anfangen, Sachen ein bisschen umpacken. In PP-Beutel. Einfach aus dem Grund, weil ich gerade eben ein bisschen akuten Platzmangel habe. Und ja, ich dann so ein bisschen kann Platz sparen. Weil, wenn da in so einer Bag wäre, braucht es halt viel mehr Platz, als wenn ich es jetzt in so ein Ding umpacke. Ja, auf alle Fälle hatte ich hier in der Lampe meine Mischung aus Pink Noel Toasted Marshmallow. Ja, herrlich, super Duftabgabe. Eben, ist auch noch mein allerletzter Chunk. Dann von Elfie Waxy Wonders, und das ist eben, das war eine ganze Bag. Habe ich jetzt aber auch umpackt. Habe ich hier ein Chunkstück drin gehabt in ihrem Hausblend. Pink Moustache. Das ist eine Mischung aus Pistazie, Pink Sugar und dann irgendeine Keimzutat, Keimduft. Und auch schon gesagt, der einzige Duft mit Pistazie, den ich einigermaßen noch mag und verträge. Das erste Mal hat er mir mega gefallen. Damals muss ich sagen, ist er mir doch fast wieder ein bisschen zu pistaziger. Aber er ist doch irgendwie interessant, also ja, darum behalte ich den natürlich. So, dann zeige ich euch, glaube ich, am Schluss den zuerst noch die Bags, die ich abgebrochen habe oder wieder drin in der Lampe hatte. Von Tiffany Candles, wir haben es bald geschafft, habe ich drin gehabt, ein paar Chunks in Fluffy Marshmallow with Ultimate Donut und
Das ist auch von den Tiffany Candles Düft, den ich habe, einer von meinen Lieblingsdüften. Da seht ihr, die sind eben immer nochmal verpackt in so Pepe-Beutel, finde ich super. Da habe ich jetzt noch vier. Ja, oh, so ein schöner Donut-Zimtduft, also absolut süßer Zimt. Und auch super Duftabgabe, wirklich mega, mega fein. Den von Sassy Girl Aroma, auch einer von meinen älteren Düften. Und zwar habe ich da in der Lampe wieder mal Pink Zucchini Mexican Fried Ice Cream. Und herrlich, also da Duftabgabe Hammer. Und so eine super Kombi. Man sieht zwar mittlerweile, oder es gibt ein paar Pink-Zucchini-Mischungen-Blends. Traces von Wohlfühlmomente, dort hat es mal was gegeben. Aber der, ich weiß nicht, ob es wegen Mexican Fried Ice Cream ist, schmeckt dann nochmal anders. Und ja, also eine super Hammer-Duftkombination. Den habe ich von Tiffany Candles auch ein paar Mal den Duft in der Lampe gehabt, und zwar ist da eine Mischung aus Coconut Cream Pie Chunks with Pink Marshmallow Over Pour. Zu meinem Glück die Coconut Cream Pie sehr dezent und eben eher foodie, nicht fruchtig. Da haben wir noch vier Würfel. Ja, also eindeutig dominierend ist da der Pink Marshmallow Duft. Ja, ich glaube, ich habe im April wirklich ein bisschen zu viel meinen Lieblingsduft in der Lampe gehabt. Merke ich gerade. Aber ja. Da war der halt. Den von Closet Full of Wax, auch einer von den Top-Düften für mich, ist der Blue Velvet Cookie. Ja, das ist so ein wirklich so ein Keksduft. Im Kalt schmeckt man nicht viel, aber wenn er in der Lampe ist, finde ich ihn mega, mega fein. Den einen, ich glaube, der letzte Duft, den ich habe, der noch älter als ein Jahr ist, ist von Front Porch, und zwar der Mexican Fried Ice Cream. Nach wie vor finde ich auch einen Top-Duft. Ja, mega, mega fein. Ich finde, den kann man super allein brennen lassen. Hat schon so einen super Duft. Aber sicher auch zum Blenden nehmen. Ja, ich habe noch vier Grubbies. Also, ich denke, die werden definitiv im Mai aufgebraucht. Und da ist ja jetzt mittlerweile auch ein Duft, den man fast in jedem Shop überkommt. So, meine Lieben, und wir kommen zum Schluss. Das letzte Teile, die ich in der Lampe hatte. Und zwar habe ich endlich mal meine Pie von I Heard Wax abgebrochen. Ich habe noch so ein ganzes Viertel aufgebraucht. Und zwar in der Duftrichtung. Mal schauen, ob da der Fokus mal. Strawberry, Raspberry, Guava, Blonde Moment, Birthday Cake, Noel. Ja, Strawberry, Raspberry, Guava, einer von meinen Lieblingsdüften. Blonde Moment ist ja Himbeere mit Champagner und Cranberry oder Erdbeere, ich weiß es nicht mehr. Birthday Cake, Vanilla Bean Noel. Alles Düfte, die ich mag. Hammer Duftabgabe. Was ich allerdings sagen muss, ja, es ist halt eigentlich ein Blonde Moment Duft für meinen Geschmack. Also Strawberry, Raspberry, Guava geht leider extrem unten. Aber eben Blonde Moment ist generell sehr ein starker, intensiver Duft. Aber nichtsdestotrotz, aber ich liebe auch Blonde Moment. Und ja, also wirklich. Und eben Hammer Duftabgabe. Also da hat sich wirklich gelohnt. Mal gerne noch da hinten schauen, da steht ja gleich noch was. Sorry, ich habe einen vergessen. Und zwar noch mehr von Tiffany Candles, ein Bag. Ja, ich habe viele Tiffany Candles auch in der Lampe gehabt, weil die halt auch alle schon vom Mai sind letztes Jahr. Und da habe ich den Duft
trinke Marshmallow Twinkies Chunks with Orange Danish Overpour. Den habe ich auch schon im März in der Lampe gehabt. Da habe ich noch 3 Würfel. Ja. Ja, den Duft kann ich ehrlich gesagt langsam nicht mehr schmecken. Also, ist jetzt auch übertrieben, aber eben momentan so ein bisschen die schweren Orangenkuchendüfte. Ja, sind mir im Moment ein bisschen verleidet. Aber eben, da wechselt ja bei mir immer. Vorher war es Fruit Loops gewesen. Jetzt geht es eben ein bisschen in die Richtung. Das ist, ja. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Und wir liegen sogar gut in der Zeit. Ich habe, glaube ich, leider ein bisschen schnell geredet, sorry. Aber eben, ich will hier ja auch nicht zu lange aufhalten. Ja, also wie ihr seht, wirklich extrem viel verdüftelt im April. Ja, der Mai jetzt, denke ich, werde ich auch einiges verdüfteln. Weil, dann haben wir ja auch noch viele 4 Tage und mein Schatz geht dann noch in die Ferien. Dann, ja, bin ich auch noch viel allein zuhause. Und, ja. Und ich, ja genau, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich im April eine Bestellpause mache mit maximal 3 Bestellungen, so Ausnahmebestellungen. Ja, leider hat es nicht so geklappt. Schlussendlich sind es, glaube ich, 5 Bestellungen geworden oder so, aber also in 4 verschiedenen Shops. Muss aber auch sagen, also bei 2 habe ich recht zugeschlagen, 2 Bestellungen sind dann aber dafür kleiner gewesen. Ja, aber das ist eben zum einen bei Supertarts gewesen. Supertarts hat nur alle etwa 8 Wochen so ein normales Opening. Und das war jetzt wirklich schöne Düfte gehabt, darum habe ich dort eine kleine Bestellung platziert. Aber die wird jetzt zum Beispiel ja im Mai nicht offen haben. Den, den ich 2-mal bestellt habe, war bei Sassy Girl Aroma. Ich bin ja, momentan voll Fan von ihren Sachen. Den Vintage Chic Sense habe ich auch bestellt, weil die nur einmal im Monat off hat. Aber dort ist jetzt im Mai definitiv bestelle ich nicht. Und bei der Doris habe ich hauptsächlich Duftlampen bestellt, aber auch noch eine Clamshell. Und dann bin ich schwach geworden bei der Sylvie. Dort habe ich dann auch eine kleine Bestellung platziert. Das sind, glaube ich, alle gewesen. Aber eben im Mai werde ich wirklich versuchen, mich einzuschränken, was Bestellen angeht. Ich hoffe, es klappt. Also, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Und ja, eben, ich habe noch einiges zum Drehen. Und sobald ich dann wirklich mal alle die 2 oder die 2 Pakete gefilmt habe, abgefilmt habe, die ich aus den USA habe, dann nehme ich mir wirklich vor, mal so ein bisschen eine Art von Sammlungsvideo zu drehen. Aber eben, bis ich die Holz alle abgefilmt haben, geht es noch eine Weile. Mal schauen, ich verspreche auf alle Fälle noch nicht. Also meine Lieben, genug geschwätzt. Ja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.